Seid ihr bereit für eine neue Folge Mario 64? Ich hoffe, ihr seid bereit, denn wir gehen nämlich heute in eine neue Etage. Ja, eine komplett unerkundete Etage. Und wir sehen direkt eine Uhr und einen Toad. Und dieser hat auch wieder etwas für uns. Betrittst du die Uhr zu verschiedenen Zeiten, werden dir weitere Geheimnisse offenbart. Vielleicht hilft dir auch dieser Stern. Richtig, er gibt uns nämlich einen Stern. Und das ist, glaube ich, der letzte Toad im Bunde, der uns einen gratis Stern schenkt. Nice. Gut, und er hat uns ja schon was von der Uhr gesagt. Und wir sehen eine Uhr hier, und zwar diese hier. Denn hier gibt es aber ein spezielles System, aber ich werde einfach mal jetzt random reinspringen, weil das System, glaube ich, hier jetzt noch gar keinen Sinn macht. Obwohl doch, eigentlich schon, oder? Ich glaube, das ist es sogar schon. Rolle den Käfig. Denn, ja, wir werden in die Uhr hineingezogen. Und dementsprechend, ja. Denn es gibt hier nämlich ein besonderes System bei der Uhr. Wenn man nämlich den großen Zeiger bei der 12 stehen lässt, dann ist es nämlich so. Oh, hier muss man das getimed machen. Dann ist es nämlich so, dass nämlich alles stehen bleibt. Aber wenn wir jetzt, ja. Unabhängig davon, den Zeiger. Na, wie soll ich sagen? Woanders hin navigieren, beziehungsweise einfach random ins Spiel reinspringen. Dann merken wir schon, dass hier sich alles bewegt. Und hier muss man wirklich getimed und sein und auch aufpassen. Weil dieser Kurs ist nämlich schon happig. Und hinterher die roten Münzen zu sammeln, das wird eigentlich ziemlich einfach, weil die hier eigentlich auch auf dem Fleck sind. Ich kann das ja mal hier zeigen, wenn der. Das war jetzt ein bisschen knapp, aber es dürfte noch zählen. Achte auf das Pendel. Oh, Geld. Okay, ich glaube, das ist jetzt eigentlich falsch, dass ich das gewählt habe. Nein, tatsächlich nicht. Okay, ich habe anscheinend irgendeinen Fehler gemacht. Okay, dann habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Naja, ist auch nicht so schlimm. Es gibt dann noch andere Möglichkeiten, weil wir müssen sowieso damit spielen. Um im Kurs weiterzukommen. Und hier muss man aufpassen, denn das Ding schleudert einen weg, wenn man nicht aufpasst. Und hier dürfte jetzt das Panel kommen. Also dürfte hier sein. Oh Gott, das ist erst da hinten. Oh. Und ja, ihr merkt auch schon, hier wurde die Snyder-Musik verwendet. Und das finde ich nicht cool, weil das, ja, die wurde zum 1000. Mal, ja, wiederverwendet. Genauso wie andere Soundtracks. Und das finde ich einfach schade. Das war ja schon mal das Thema. Oh Gott, mach mal schneller. Ich glaube, es gibt ja auch eine schnelle Version der Uhr, wo auch ein bisschen alles schneller ist, aber anscheinend da habe ich die langsame Zeit erwischt. Ich bewege mich jetzt einfach mal hier drauf. Da kann mir die Flamme nämlich nichts anhaben. Und jetzt heißt es warten. Ich kann mich ja hier schon mal hinstellen. Denn wir müssen nämlich getimed in irgendwas reinspringen. Ja, genau da hinten rein. Oh, Entschuldigung. Man kann auch abkürzen. Das geht eigentlich ziemlich einfach, wenn man es drauf hat. Aber wir machen das ganz gediegen so. Wobei ist es, glaube ich, eigentlich ganz gut, dass wir nicht die stille Version der Uhr haben, weil ich glaube, das hätte mehr Fail-Potenzial.
Und das wäre nicht so geil. Yeah! Sehr gut. Das Spiel hat auch, by the way, auch sehr viele unsichtbare Wände. Also wenn man da unglücklicherweise eine unsichtbare Wand erwischt, dann ja, ist man tatsächlich nicht gerade gut dran. Jetzt. Ich glaube, jetzt dürfte die Uhr stehen bleiben. Ach, darf das Pen. Hä? Ich dachte, das wäre das. Lass den Weg denn. Oh! Okay, ich dachte. Hä, hey, das. Ah, nee, ein Pedal ist doch was anderes. Das ist doch ein Uhrzeiger. Ich dämel. Ah, das Sache und die Uhr bleibt stehen. Oh, Mann. Also, man kann die Uhr auf eine verschiedene Art und Weise durchspielen. Man kann tatsächlich auch bis ganz da oben klettern und der Kurs ist auch bis ganz da oben sehr groß. Also, ist schon krass. Jetzt, wenn man eine Hardcore-Version spielen will, dann lass einfach alles stehen. Und versuch alles mit Trick-Jumps oder so. Das kann man ja auch. So. Wir müssen nach hinten. Okay, man muss aber sagen, wenn sich die Uhr nicht bewegt, dann hat man es auch ein bisschen schwieriger, nach oben zu kommen. Ich denke mal, das ist noch akzeptabel. Ah, da war ein Up. Nein! Okay, ich lebe noch. Alter, hätte dieser elendige... Ich darf nichts sagen. Mich jetzt runtergeschmissen. Alter, wäre ich sauer, wirklich. Also, das wäre dann der ultimativste Fail, den es jemals im A65 bei mir hier gab. Und ja, die Dinger gibt's hier auch. Oh. Also, Nintendo versucht, einen hier echt auf die Palme zu bringen. Und man merkt auch, dass sie die letzten Kurse sind, die wir hier noch machen müssen. Auf eine ganz andere Art und Weise. Und einfach hier schnell durchrennen, einfach schnell durchrennen. Gut. So. Da hinten ist auch schon der Stern. Und dieser, by the way, der blaue Münzschalter. Das sollten wir uns merken. Gut. Und tatsächlich, das war die Mission. Ja, hier muss man tatsächlich gucken. Ja, also es ist ja eigentlich auch zufallsbasiert, was man hat. Wisst ihr was? Ich... Wie triggert man die ganz schnelle Uhr? Muss man auf der 9 sein? Ich glaube, die Zahlen hier, die geben an, wie schnell was sein soll. Ah, okay, das war ich zu früh. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, bei der 9 ist, glaube ich, ganz schnell. Sieht gut aus. Oh ja, ich glaube, das ist die schnelle Version. Ich hab doch gerade eben von unsichtbaren Wänden gesprochen. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Also da, nee. Also das glaube ich jetzt wohl nicht. Alter, also... Und das meine ich, man muss hier vorsichtig sein. Ach, es ist doch einfach nur alles Kacke. Also das verstehe ich jetzt echt. Also das ist das, was mich jetzt... jetzt habe ich die stille Uhr. Aber stampfe mächtig auf, was ist das eigentlich für eine Mission? Das kann ja alles sein. Oh, jetzt haben wir die widerstehende Uhr erlangt, aber naja. Was soll's. Also wirklich, also das ist echt das Heftigste, was ich im A65 jemals erlebt habe. Wenn ich darüber spreche, wenn es einem wirklich kommt. Also das ist echt krass. Alter. Aber naja.
So ist es, ne? So. Stampfe mächtig auf. Was könnte es denn sein? Ist es hier oben? Ich mach's jetzt einfach. Oh Gott. Ich glaube, wir fahren mal die Uhr. Und nee, warte mal. Es geht, glaube ich, aber auch ohne. Natürlich jetzt den falschen Zeitpunkt erwischt, aber hier braucht man normalerweise die bewegende Uhr. Aber man kann sich hier hochcheaten. Irgendwie. Was ist denn da hinten? Ist doch gar nichts. Okay. Warte mal. Ist doch auch noch ein Stern. Warum holen wir uns den als erstes? Let's go! Und glaube ich, hierfür braucht man sogar. Hä? Also, ich bin wirklich verwirrt. Also, mal braucht man die nicht bewegende Uhr, mal braucht man die bewegende Uhr. Das ist echt krass. Ich springe auf den Schwebebalken. Okay. Andere Aufgabe, aber ist, denke ich, mal egal. Ich hoffe jetzt mal, dass wir die bewegende Uhr wieder haben. Krass, die letzte Mission ist anscheinend rote Münzen. Schaffen wir es jetzt endlich mal? Auch wenn die Musik geil ist, ist die Nachnachzeit echt nervig. Wow. Ah, seht ihr, der Zeiger bewegt sich jetzt schneller. Also habe ich recht gehabt. Es gibt also wirklich eine schnelle Version davon. Ich glaube, es gibt drei Stufen. Einmal mittel, also einmal die stehen bleibt, mittel und einmal sehr schnell. Das könnte echt sein. Wie es in einer Uhr auch so abläuft, ne? Gut, dann. Okay, das war jetzt falscher Moment. Okay, ich muss mir mal ganz kurz einen Überblick verschaffen. Was ist denn da hinten? Da hinten ist doch gar nichts. Okay, jetzt müssen wir nach hier oben. Wow. Oh, kann ich hier irgendwie Wandsprung machen? Ja, kann ich. Kann ich mir ein bisschen was ersparen. Oh Gott, okay, das ging noch gut. Scheiße. Wie soll denn das bitte schon gehen? Ich glaube, ich muss hier einen Seitwärtssprung ausführen. Dann geht's auch. Oh Gott, was ist das denn hier? Ah ja, man kann hier einfach rüberrennen, okay. Und, ah, wir sind hier. Boah, geht's hier weit nach oben, ey. Will ich da hinten hin? Ich glaube, da hinten ist nichts. Also zumindest nichts krasses. Du bist wahrscheinlich eine Münzen oder so. Wow. Aber ich glaube, wir sind schon ganz oben. Ich hoffe, ich fälle jetzt nur nicht. Wow! Alter! Ich hatte so Glück, dass ich hier noch drauf gelandet bin. Okay, jetzt ist es vorbei. Gott, ey. Als ob das so schwierig war. Ich glaube, mit einer mittelmäßigen Uhr hier ist es, glaube ich, viel einfacher. Um einiges. Boah, so. Hier habe ich mir aber was ausgesucht, ey. Alter. Ich hab einen fucking Schutzengel, ey. Oh, die Kamera ist aber auch so beschissen, ey.
Aber man kann sich nicht festhalten. Ist das gemein, ey. Also das mit diesen Dreiecken hier, oder hier mit diesen Plattformen hier, das ist echt... Hier muss alles sitzen. Oh, hier muss halt echt Glück haben, dass das Pendel hier nicht... Hm, hier ist nichts. Wo muss ich denn hin? Oh mein Gott, ich glaube, ich muss auf dieses Pendel, auf diesen Zeiger warten. Oh, aber aufpassen von dem Feuer. Aber das kann uns hier, glaube ich, nichts anhaben. Was soll das denn jetzt? Ein Twomp? Oh! Ich glaube, der ist auch normal. Yo, wir haben es geschafft. Ich glaube, das ist so die schwierigste Mission hier in diesem Kurs. Und die gefällt mir sogar. Also hier wird man schon wirklich gefordert. Und das ist wirklich krass. Okay, hier haben wir jetzt nur noch die 8 roten Münzen. Wir haben gelben Münzen. Hm. Wisst ihr was? Wir hängen noch was dran. Jetzt bin ich ja gerade nicht sicher. Was doch mal war. Ich glaube hier oben. Ich glaube hier auf der Seite war das. Wenn ich nicht alles hört, oder? War das hier? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder war es hier? Ich habe keine Ahnung. Oder warte mal, das kann man doch sehen, wenn man... Ich glaube, das ist hier. Und ich habe mich vertan. Super. Hier wollen wir natürlich noch nicht hin. Jetzt habe ich schon den Kurs gespoilert. Das wollte ich gar nicht. Oh, jetzt darf ich wieder nach oben rennen. Dann ist es auf der anderen Seite. Entschuldigung. Entschuldigung, liebe Leute. Denn auf der anderen Seite gibt es... Okay, mal, wo soll man das denn auch riechen? Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich nämlich auch einen... Ja, okay, was heißt Kurs? Eher auch Secret Castle Star oder Castle Secret Star. Und zwar hier. Und hier kommen wir zu weiteren roten Münzen, ja. Die müssen wir nämlich jetzt hier sammeln. Und wenn man hier die Fliegen-Cap nicht hat, dann ist man hier aufgeschmissen. Gut. Ja, ist eigentlich egal, wo man hingeht, weil das Ding ist ja ganz groß. 100 Münzen gibt es hier nicht. Wow. Und ich finde es auch cool, dass man hier auch wirklich auf Wolken laufen kann. So richtig Mario-typisch. Und den muss man natürlich auch auf alles achten und aufpassen. Weil ein Fehler kann den Tod bedeuten. Auch wirklich schöne Regenbogen. So, man sollte sich auch immer, wenn man die Möglichkeit hat. Okay, hier oben ist nichts. Eine neue Flugcap schnappen. Das lohnt sich auf jeden Fall immer. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ah, da oben gibt es noch eine Münze. Da kommen wir aber leider noch nicht hin, okay. Dazu müssen wir erstmal noch... Dazu müssen wir erstmal höher fliegen. Okay. Ah, hier ist noch eine rote Münze. Ah, nee, warte mal, ich glaube, wir müssen uns mit der Kanone, die hier ist, zu dieser anderen pinken Insel schießen. Ich glaube, denn da gibt es nämlich auch eine Kanone, die man nutzen kann. Dann tun wir das doch mal.
Ganz knapp kommt man nach hier oben. Man muss sich hier quasi nach oben arbeiten einfach. Und der schönen Musik lauschen. Oh, die ist wirklich wunderbar. Nein, jetzt habe ich es verkackt. Aber ich komme hier oben drauf. Hier oben ist nämlich auch was. Was ist denn hier eigentlich? Ah, ein Wunder. Ich glaube, wir uns mal an diese rote Münze machen, weil die ist nämlich auch eine. Zum Glück getroffen. Okay, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass wir sterben. Denn unter uns schützt uns nämlich eine Wolke. Natürlich habe ich verkackt. Wer hätte es gedacht? Na komm schon. Ach man, ich will doch einfach nur... Komme ich auch so oben dran? Ja, dann nein. Okay, das ist gerade ein bisschen müllhaft, aber na, vielleicht kriege ich das mit der Kanone hier hin. Ich glaube, das ist auch viel einfacher. Nicht wahr? So. Ready to rumble. Mann, schon wieder zu niedrig. Dann halt jetzt. Okay. Ja, hallo, sag mal ein. Er fällt runter. Achso, nee, warte, bestimmt ja. Die Wolke, die ist da unten. Alter. Ich find's auch cool, wie man da auch wirklich so stecken bleibt, wenn man runterfällt. Richtig geil gemacht. Und da haben wir den Stern von diesem Secret Star. Oh yeah. Und damit würde ich auch sagen, war es das auch erstmal für Marvin 60 für diesen Part. Und schaltet ein, wenn es zum nächsten Kurs geht und höchstwahrscheinlich auch zum allerletzten Kurs in diesem Spiel. Bis dann und ciao!